da, wir können dann einfach noch eine Lage warme Sachen mehr anziehen oder vielleicht noch einen heißen Tee mehr trinken. Aber was machen eigentlich die Tiere bei dem Wetter? Viele machen sich ja Sorgen, dass ihre Hunde zum Beispiel bei diesen niedrigen Temperaturen frieren und dann krank werden. Die können immerhin ab und zu dann auch mal wieder rein zu uns ins warme Haus. Aber was ist mit den Nutztieren, die auch bei Dauerfrost viel draußen stehen müssen? Auch da haben wir heute mal nachgefragt. Den richtigen Standort für einen Computerserver zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Die Dinger brauchen Platz, viel Strom, eine gute Kühlung, einen sicheren Brandschutz. Sie müssen gut verschlossen und an eine Hochleistungsdatenleitung angeschlossen sein. All diese Voraussetzungen bieten die Türme vieler Windkraftanlagen. Und das brachte die Mitarbeiter der Firma Westfalen Wind IT aus Paderborn auf eine fast geniale Idee. Und damit gucken wir auf die Nachrichten. In Minden-Lübbecke verwandeln sich auch in diesem Jahr wieder Sparkassen in kleine Arztpraxen. Eine private Initiative klärt dort über die Risiken eines Schlaganfalls auf. Das ist immerhin die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Bäume, Sträucher und Hecken dürfen nur noch bis Mittwoch zurückgeschnitten werden. Darauf weisen die Naturschutzbehörden der Region jetzt hin. Denn dann beginnt offiziell die Fortpflanzungszeit von Vögeln und anderen wildlebenden Tieren, die mit dieser Maßnahme geschützt werden sollen. Ab dem 1. März bis Ende September dürfen keine Bäume oder Gehölze mehr stark zurückgeschnitten werden. Das ist nur noch mit ausdrücklicher Erlaubnis der Naturschutzbehörden möglich, so der Kreis Höxter. Erlaubt sind aber weiterhin regelmäßige Pflegeschnitte. Der Kreis Lippe beweist seine Familienfreundlichkeit seit einigen Jahren schon auch mit dem Angebot von sogenannten Elternbegleitern. Sie helfen Familien, die mit schwierigen Situationen überfordert sind. Jetzt sucht der Kreis nach weiteren Menschen für diese ehrenamtliche Tätigkeit. Arbeiten in Teilzeit ist mittlerweile nichts Ungewöhnliches mehr. Dass man aber auch eine Ausbildung in Teilzeit machen kann, wissen die wenigsten. Dabei kann gerade das eine große Chance sein für Mütter oder Väter zum Beispiel. Um diese Teilzeitberufsausbildung bekannter zu machen, haben heute Arbeitsagenturen und Jobcenter in der Region über das Modell informiert. Und auch wir erzählen Ihnen jetzt mehr davon. Moritz Lipper vom Netzwerk Lippe ist jetzt zu Gast bei mir im Studio. Er ist der Vorgesetzte von Hafsat Güngör, die wir eben im Film gesehen haben. Schön, dass Sie da sind. 75% weniger Gehalt dann auch? Oder die Bilder sind ja dadurch am Ende dann nicht schlechter, oder? Eben. Wen richtet sich denn diese besondere Art der Ausbildung besonders? Im Film auch schon so ein bisschen anklingen gelassen. Auch die Firmen haben dadurch einen Vorteil. Ne? Welcher ist das? Genau, ich bin in reduzierter Zeit durchzuführen. Und wir haben einfach halt... Eigentlich allen Bereichen denkbar, oder? Ist es denn für die Unternehmen sehr viel mehr Aufwand, so eine andere Art der Ausbildung zu organisieren? Das ist jetzt natürlich eine Herausforderung, was die Vermittlung von Ausbildungsinhalten. Ja, auch so eben häufig schon. Und wir haben halt eben dann Menschen, die Chance darin sehen, mit so einer Ausbildung vielleicht tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr mit ihrem Leben dann anzufangen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch. Ja, und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Line Dance stammt ursprünglich größtenteils aus den USA. Allein oder in der Gruppe tanzt man dabei ohne Partner immer in Reihen oder auf einer Linie entlang zumindest. Und die Weltmeisterin im Line Dance kommt hier aus OWL. Lisa Snow aus Herford hat sich den Titel im vergangenen Monat in San Francisco gesichert. In der Kategorie Newcomer, denn sie ist erst seit gut einem Jahr dabei. Und das schon so erfolgreich. Wir haben sie zu Hause beim Training besucht. Ganz große Klasse, herzlichen Glückwunsch auch von uns. Getanzt wird auch in unseren Veranstaltungstipps und Terminen. Dirty Dancing in Bielefeld und mehr haben wir jetzt für Sie, für Ihre Wochenplanung. Unser Reporter Christian Saftig kennt mehr Straßen als die meisten anderen hier in der Region. Auch heute ist er wieder unterwegs, um interessante Menschen und Orte kennenzulernen. Unsere Straße ist heute die Marktstraße in Borgentreich, eine Premiere. Das passende Wetterbild zu dem eisigen Wetter zurzeit kommt heute von unserem Zuschauer Heinrich Linse. Er hat einen seltenen Eisvogel entdeckt an der Lippe bei Marienloh bzw. Bad Lippspringe. Und er hat im richtigen Moment die Kamera parat gehabt. Ganz herzlichen Dank für das Foto. Und so frostig geht es mit dem Wetter weiter. Sogar noch ein Ticken milder geht es dann in der kommenden Woche weiter. Das war's von uns für heute. Morgen ist Markus Werner kurz für Sie da. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Aber Sie wissen ja, rund um die Uhr finden Sie uns sowieso online und zwar unter lokalzeitowl.wdr.de, aber auch auf Facebook. Schönen Abend noch. Tschüss, bis bald.